Hallo und herzlich willkommen bei Virtue einer neuen Folge Creativerse. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ich habe mal gerade ein paar Utensilien besorgt, denn ich will mal testen, ob ich da noch ein bisschen was verschönern kann an unserem Gehegebauwerk. Aber das zeige ich euch gleich alles nach dem Intro. Also bleibt dran. Wie folgt sieht es bis jetzt aus? Ich habe schon mal die zweite Ebene reingezogen. Das ist diese hier, also die Deckenebene. Und das sieht soweit ganz gut aus. Und ich wollte eigentlich hier mal gucken, aber ich kann diese da gar nicht reinsetzen. Irgendwie will er nur das haben. Ah ne, das geht alles. Ach komm, warum hat der mir das denn da oben angezeigt? Das sieht natürlich doof aus. Das sieht ein bisschen langweilig aus, warum er hier so hinterher hakt. So kann man das, glaube ich, machen. Das ist ganz cool. Ich nehme mir so hinpflanze, die kosten ja nichts. Dann kann ich mir hier nämlich auch noch einpflanzen. So sieht das, glaube ich, mal ganz nice aus. Hier fehlt noch. Ah, ich habe keine mehr. Aber so kann man das machen, glaube ich, ne? Das ist ganz gut. Kann ich die mal weghauen? Nee, warte, die lasse ich mir mal. Die haue ich weg, die brauche ich nicht. So, das heißt, wir müssen jetzt hier noch zweimal die Decke reinzimmern. Die hat die schon mal so grob angefangen. Machen wir hiermit auch mal weiter. So. So. Und hier müssen wir die nochmal so mal drehen. Zwei hoch ist relativ schnell gemacht. So. Dann habe ich ja hier die weißen. Ich habe jetzt auch mal die Grafik noch mal voll hoch gepowert. Also wie gesagt, da scheint es noch mal ein Nach-Update gegeben zu haben. Denn es läuft wieder. Auf alle Fälle. Es läuft auf jeden Fall flüssiger als vorher. Ob es an allen Varianten und Ecken so läuft, weiß ich nicht. Wie gesagt, dass er mich immer runterschubst, finde ich ein bisschen uncool, aber gut. Kleines Manko braucht man nicht drum rumheulen. So. Da muss ich das machen. Wegen der drüberliegenden Ebene. Aber hier kann ich jetzt schön einfach zuzimmern. So. Das ist gut so. Treppen. Müssen ja bis hierhin alles dicht haben. So. Jetzt nochmal hier mal nachschauen. Müssen wir nachbessern. Hier habe ich mir auch was überlegt. Hier werde ich eher die Treppe so reinsetzen. Finde ich ein bisschen hübscher. Ja, und das war es ja hier sogar schon. Noch die Beleuchtung rein. In die Käfige. So. Ist okay, ne? Ist ausreichend beleuchtet. Ich glaube, die sind auch alle gleich. Na, da hängt er doch ein bisschen hinterher. Hier zur Welt. Kommen wir auch so ran. So.
müsste eigentlich in Ordnung gehen, wenn ich die Ecken auch mit dran setze. Habe ich jetzt unten nicht wirklich gemacht. Aber ich denke, das passt. Wenn nicht, müssen wir Seite wieder wegnehmen. Hat nicht mal lang gedauert, würde ich jetzt sagen. Ne? 3 Folgen ist okay. Ich werde dann wahrscheinlich die Gänge, also ein so ein Käfig, dann auch immer zum Eingangsbereich umfunktionieren, wenn wir soweit sind. Erstmal nicht. Okay. Hier fehlt noch eine Vase. Wundert mich aber. Ich dachte, es werden immer 4 produziert. 1, 2, 3, 4. Ah, okay. Deswegen. Haben wir auf jeden Fall genug. Na, den können wir erstmal wirklich weglassen, weil der gehört da glaube ich gar nicht hin. So, da hat es mich durch die Decke gejagt. Optimal läuft es halt doch noch nicht. Jetzt brauchen wir eine riesen Blue Blend. Ja, ich weiß nicht, ob eine kleine reicht. Ja, eine große. Macht keinen Unterschied. Ich weiß gar nicht, ob die auch die Rezepte geändert haben. So, wo setzen wir an? Ich würde sagen, hier. Natürlich viel Mist für nichts. Hauptsache, ich habe die Sachen drin, die ich brauche. Das ganze Ding höhenmäßig reduzieren. So weit wie geht. 13. 9 ist zu viel. Machen wir auf 10. Das reicht. Das heißt, hier müssen es auch 10 sein. Das sieht gut aus. Hinten 20. Nee. 21. Okay, das passt soweit. Höhe passt nicht. 17, 18. Okay, das ist jetzt quasi das Gebilde hier drin. Im Endeffekt sind wir sogar zu hoch, ne? Nee, eigentlich nicht. Ich sehe da Ansätze. Wir machen einfach mal. Wir gucken mal. Alles, was wir gebaut haben, ist drin. So. Mal sehen, was wir verpraktiziert haben.
ich den angesetzt? Muss ich selber gucken. Hier. Das sieht gut aus. Er hat alle Steine, müssen wir ja nicht setzen. So wie wir es brauchen. Gut, die Dinger da draußen sind mir ja sowas von Lotte. Mal wäre, wenn wir erstmal den Boden setzen. Nur mit was? Erstmal nach oben. Haben wir alle da, haben wir alle da. Uiuiui, da sind aber echt viele drauf. So. Sind wir noch nicht oben? Meine Güte. Eins, zwei, drei, vier. Hier ist, glaube ich, Ende im Gelände. Boah, sehr schön. Ja, das wird da ein bisschen grenzwertig. Genau, das ist die Ebene gewesen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut, ganz werden wir das die Folge nicht fertig kriegen. Das war jetzt schon. Wo ist denn hier der Bedrock? Hier die kleinen Ecken, die sind aber nicht so wild. Mal richtig Licht machen. Das Thema im Auge gegessen. Sehr gut. Ist das Licht schon mal durch? Bettbock mal fertig. Ja, die gibt es ja auch noch. Da.
Da sind sie auch dran. Hinsetzt, so nach dem Motto. Die werden wahrscheinlich nicht reichen, gehe ich mal stark von aus. Hallo. Wie weit wir hier damit kommen, ist schon wahnsinnig. So, hier machen wir weiter. So, damit sind wir oben, ne? Meine Güte. So. Die letzten. Ich guck gerne, jetzt haben wir nämlich nicht genug für alles. Definitiv nicht. Da hört dann nämlich auch mein Vorrat an Dings auf. An Wachs. Da steht da noch hin. Die Frage ist, wenn wir wirklich einen vergessen, weiß ich nicht wo. Mal dann im Nachhinein mal gucken. Wenn alles wieder abgebaut ist, dass wir nirgendwo eine Lücke haben. Ich weiß gar nicht mehr, welche Ebene wo anfängt. So, davon sollten wir auf jeden Fall genug haben. Das, was geht, machen wir. Fehlt gleich nur wirklich die Treppen. Wie gesagt, ich finde, wir sind hier gut vorwärts gekommen. Haben jetzt, wenn ich jetzt überlege, ich glaube 8 Ebenen. A3. Gut in Mathe. Heißt 8, 16, 24 Gehege. Ich habe keine Ahnung, ob das für alle Varianten reicht. Ich denke mal eher nicht. Dass man vielleicht wirklich nochmal nach unten geht, dann eine Ebene. Hat er direkt mit reingesetzt? Ja, heißt nur noch die. Ich weiß gar nicht, wo fängt die an? Nur noch die Treppen. Nur noch die guten Treppen, dann haben wir alles durch. Na gut, mache ich dann in Ruhe nächste Folge, setze ich die ran, weil ich besorge mir die gleich noch. Und dann können wir da auf jeden Fall weiterschauen. Wo ist die Print? Da irgendwo.
hier mal so reingucke, klar, da fehlen 2, 3 wegen Doppel, die sind alle da, Treppen fehlen, da fehlen 2. Kann auch wegen der Außenvariante sein. Müsste man dann schauen, wenn es soweit ist. Ich sag Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.